Hallo und herzlich willkommen zur. Ist das die neunte? Ich habe keine Ahnung, welche Folge. Ah, verdammt, jetzt geht das wieder los. Ich war so froh, dass ich die Folgennummern wusste. Wartet. Find das gleich raus. Moment. Mich interessiert das jetzt einfach so. Ihr seht, ich habe ein bisschen umgeräumt hier schon mal. Die Folgennummer ist die 9. Okay. Willkommen zur neunten Folge von Project Unstable 6. Hi. Oha. Ich habe ein bisschen hier umgeräumt. So, dass die Smeltery jetzt erstmal hier steht, dass wir hier ein bisschen mehr Platz haben. Ich habe das Better with Mods Zeug mal hier rüber gewuchtet, noch hier den Cauldron. Hab die Sachen wie Blast Furnace, Coke Oven und Alloy Kiln sind jetzt da hinten erstmal. Das heißt, wir haben jetzt erstmal alles aus dem Weg, so gut es geht, und können jetzt anfangen, ein bisschen hier draußen uns besser zu bewegen. Das ist ganz schick. So, Dach habe ich auch soweit fertig gemacht jetzt. Die Randdinger sind komplett fertig gemacht. Die Schrägen fehlen natürlich noch. Die schrägen Stützsäulen. Nicht Stützsäulen, die schrägen Stützdinger. Egal. Das muss noch gemacht werden. Allgemein nur so ein bisschen mehr Holz hier auch in die Wände rein. Und ja, so zwei, drei Sachen gibt es noch zu tun. Genau. Aber wir machen erstmal was anderes. Und zwar habe ich zum einen vorbereitet den Hibachi. Wir können den jetzt endlich machen. Ich habe die Constantan Plates gemacht, Heating Element, wir haben das alles. Ein Bachi. Und ein Bellow. Jawohl. Damit können wir jetzt. Zack. Wenn die. Falsch rum. Pusteröhrchen hier hin, ein Hibachi hier hin. Ich weiß nicht, warum ich gerade Schluck aufkriege. Nein. So, ich verteile alles in meinem Inventar irgendwie. So, tschüss. Also, ich mache dann mal ganz kurz hier unten nochmal einen dran. Achso, ich brauche noch ein Label. Für den Hibachi. So, nein, komm zurück. Warum schmeiße ich immer alles weg heute? So, zack, Feuer an. Und jetzt bin ich gespannt. Ich nehme das mal raus, weil ich Angst habe, dass er mir irgendwie das Zeug verbrennt oder sonst was damit macht. Wenn ich den nämlich jetzt stoke, ne? Ein Cauldron. Gab's da. Ganz vergessen nachzugucken. Gab's bei dem Stock Cauldron überhaupt irgendwas, was wir brauchen? Nee, ne? Das heißt, es wäre jetzt einfach nur erstmal ein Test. Okay. Rohes Fleisch, bitte. Irgendwo. Ich will einfach nur wissen, ob es eine blaue Flamme ist oder ob es eine andere Flamme ist. Da, Fleisch. Wunderbar. So. Zack. Okay, geht das nicht, weil hier noch Nitro drumherum sind? Es kann sein. Ja. Ja, okay. Also, dass es funktioniert, ist klar, aber ich wollte es ja eigentlich mit dem Nitro testen. Ich bin doof. Moment, mal so. Jetzt haben wir nämlich Nitro und das da. Bin mal gespannt, was passiert. Okay, es kommt das. Okay. Kann ich das jetzt? Gibt es die Möglichkeit, dass ich das irgendwie beschleunige jetzt? Indem ich das so mache? Ja! Okay, wir können das Ding austricksen. Wunderbar. Das heißt, wir brauchen nur einen Hibachi erstmal. Ihr habt nicht gesehen, dass ich hier, was ich hier tue. Das ist nie passiert. Yay. So, tschüss. Da sollte eigentlich das Fleisch mal wieder rein, dass ich das nicht. Ah, okay. Gut. Das funktioniert. Was wir jetzt mal brauchen, ist ein Crucible. Crucible.
Dafür brauchen wir einen Anfall in Crucible. Dafür brauchen wir einen Turntable. Dafür brauchen wir wieder Eisen. Und ich habe wieder vergessen vorzubereiten. Weißt du, alles andere bereite ich wieder vor und das vergesse ich. Moment, wir brauchen 8 plus 6, also macht 4. So. Ich habe doch ein paar dabei, weil ich mal die Mill abgebaut hatte. Zack. Zack. So, und wir brauchen mal als erstes ein Gear, bitte. Gut. Dann können wir nämlich ein Turntable machen. Wir brauchen dann eh noch einen, wie heißt's? Ein Blast. Nicht ein Blast. Gott, was erzähle ich wieder? Ein Killen. Einen richtigen Killen brauchen wir. So, und zwar brauchen wir dafür 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Warte, hab ich das nicht aufgeschrieben? Tech. Nee. Warum sind hier irgendwie die Hefter Quests weg? Hängt das mit dem Update zusammen? Ach, die werden nicht angezeigt, weil ich sie nicht machen kann. Ich bin bescheuert. Ich bin vielleicht ein Depp. Ah! Okay. Hibari. Habe ich vergessen zu detecten. Das Ding hat er. Aber das nicht. Okay. Ja. Zack. Und habe ich noch das Heating Element irgendwo? Hier. So. Okay. Ist jetzt im Endeffekt noch was egal. Ah, ich bin dumm. Ah. Okay. Wenn man zu doof ist, Sachen zu erkennen, die eigentlich offensichtlich sind. So. Zack. Wir lassen uns einmal durchgehen hier. So. Gut, das Gear Hammer. Jetzt brauchen wir noch 4 Platten. Oh, eben schnell. Wir werden auch Folgendes machen. Wow. Jetzt kriege ich das nochmal. Kriege ich das den ganzen Mist nochmal? Weil normalerweise kriegt man nämlich so eine schöne Benachrichtigung da von den Quests, aber die habe ich nicht bekommen, weil ich im Edit-Mode war, ist mir mit aufgefallen dann jetzt. Ja. Deswegen bin ich jetzt aus dem Edit-Mode erstmal raus auf dem Server, weil dann irgendwie die Hälfte nicht funktioniert, ist mir aufgefallen. Nun gut, wir machen uns ein Ding. Brauchen wir Cobblestone. So. Zack, 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 zack. 1, 2, 3, 4. Sup. Zack, 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 zack. Zack und zack. Krieg ich jetzt? Nee. Die kriege ich nicht nochmal. Okay. Faszinierend. Dann das Ding, das Ding. Wie ging es weiter? Stone, Piston und das. Okay. Ich habe immer zu wenig von allem. So. Also, zwei Pisten. Stone. Moment. 4. Zack. Und das letzte war Holz. Zack. Turntable. Wunderbar. Dann klatsche ich den mal hier dran. So. Und dann brauchen wir mal einen Clay. Zack. Muss ich das mal umstellen? Ach, ich bin doof. Das muss von unten rein.
Ah. Manchmal ist man aber auch selten dämlich. So, das muss von unten rein. Moment. Dann baue ich das hier nochmal weg. Nehmen wir den hier weg. Na, also ich habe wieder volles Inventar. Natürlich. Jetzt mal kaum was reinwerfen. So. Flack. Dann. Oh Gott. Zack, das ist jetzt absolut hässlich. Zack. Gott, ist das hässlich. Und dann brauchen wir nochmal eine Achse und das Ding ist nach. Jetzt. So, wunderbar. Da kommt dann der Turntable drauf. Und da muss dann jetzt ein Clay drauf. Und das sollte jetzt funktionieren. Ja, wunderbar. So, Crucible Hammer. Wunderbar. Und ich mache noch Folgendes. Mach nochmal eine Urne gleich nochmal, dass ich nochmal eine hab. Und dann verwenden können. Ne, das ist der Planter. Noch nicht abbauen. Also eine Vase, immer noch nicht abbauen. Das ist jetzt auch mal. So. Und dann bauen wir das erstmal ab. Zack. 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 So, Dille. Dann mache ich mal Folgendes. Ich setze das nochmal hin. Damit wir das hier alles wieder schön haben. So. Den Bellow kann ich auch schon mal dran setzen. Warum? Nein! So. Gut. Ich glaube, ich kann das drinnen lassen. Da sollte jetzt nichts passieren. Mit den Süppchen. Da ist jedenfalls nichts drin, was irgendwie Tent Leather maximal. Genau. Okay. Gut, hier kann ich nochmal Nitro draufsetzen. Dann packe ich nochmal hier ein bisschen Zeug weg. Habe ich hier irgendwo Rinde? Natürlich nicht. Na, hier habe ich noch Platz. Packen wir es da mit rein. So, und dann brauchen wir jetzt einen Kiln. So, dafür brauche ich Bricks. Und ich habe wieder vergessen nachzurechnen, weil ich hier nachgucken wollte. Ja. Okay. Ich habe ja zum Glück noch Concentrated Hellfire, dann. Also nicht Concentrated, sondern Hellfire Dust. Das heißt, wir machen mal die Quest jetzt hier noch. Flup. Ah, jetzt hat das automatisch gemacht. Yay! Quest complete, Bachi. So. Crucible. Wir brauchen das. Muss ich nochmal hier. Zack. Und. Dann habe ich hier. Genau, zack. So, und dann brauchen wir jetzt das Ding. Wir brauchen 4 Bricks once. Das wollte ich nachgucken. Okay, genau, dahin. So, wir brauchen 4 Dinger. Das heißt, 4 mal 4 macht 16, ne? Bekanntermaßen. Moment. 10. So, da ist er wieder. Da hatte gerade das Telefon geklingelt. So, ist es natürlich immer noch nicht fertig. Ich habe ein Telefonat und danach ist immer noch nicht das Zeug fertig. Das kann doch nicht wahr sein. So, kann ich eigentlich. Kann ich wahrscheinlich nicht. Pack ich das gleich nochmal rein. So viel Zeug einfach nur. So, 9 Bricks und wir haben keinen Brennstoff mehr. Da packen wir nochmal ein bisschen Sawdust rein hier. So. So viel brauchen wir eh nicht. Brauchen wir eigentlich für gar nichts. Wenn man sich das recht überlegt. So, und theoretisch fällt mir gerade sogar was ein. Die Säge, die ich hier oben habe, brauche ich gar nicht hier oben. Die kann ich nämlich mittlerweile dafür runtersetzen. So. Und dann zack und zack. So. Zack. Kannst du ausmachen. Und jetzt sind hoffentlich dann Bricks fertig. Nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Habe ich noch irgendwo Bricks? Nee. Wir hätten in der Zwischenzeit so. Ich bin doof.
Ich wollte heute noch Enchanting machen. Boah. Ich weiß nicht, ob wir dazu noch kommen. So, warte mal erstmal aus hier. So, dann du kommst nochmal weg hier, Kollege. Und dann bauen wir mal einen Kiln auf. Geht relativ einfach. Brauchen einfach nur was. Das. Warum vier? Warum habe ich vier gesagt? Achso. Ging das? Warte. Ich glaube, vier waren laut Buch drin, deswegen habe ich vier gesagt. Hätte aber wahrscheinlich fünf sagen müssen, ne? Damit es ein bisschen schöner aussieht. Wir können es einfach mal probieren, ne? Zack, an. Killen. Jawohl. So, dann machen wir mal hier. Ein bisschen Stoke Fire. Geht relativ schnell. Zack. Crucible. Wunderbar. Dann mache ich mal klein mal die Urne hier, wenn wir einmal dabei sind. So. Da haben wir sie. Wunderbar. Damit haben wir schon mal die wichtigsten Sachen. Und dann kann jetzt erstmal das wieder aus. Das nehmen wir mit. So. Super. Dann können wir nämlich den Crucible mal hier packen. Und können da mal jetzt mal ein bisschen anfangen. Weil der Crucible hat nämlich jetzt die ganzen tollen Sachen, die wir noch brauchen. Zum Beispiel auch im Stoked Crucible können wir einen Haufen machen. Wie zum Beispiel Hardened Glass. Oder im normalen Crucible haben wir ja auch noch die Möglichkeit, zum Beispiel Fused Quartz zu machen. Wir können auch Conductive Iron, Redstone Alloy Ingot, wir können so ein paar Sachen machen. So ein paar andere Lampen noch, genau, und halt die Upgrades. So, aber voraus, also hauptsächlich, die Bellows hat er nicht detected, okay. Okay, es dauert einen Moment, aber detected ist automatisch, okay. So, okay. Und jetzt haben wir nicht die Möglichkeit, theoretisch sofort Steel zu machen, dafür brauchen wir Soul Iron. Und wir brauchen Soul Flux, dafür brauchen wir eigentlich... Aber wir brauchen nicht mal unbedingt End, deswegen haben wir es rausgelassen, weil man Endstone braucht. Endstone kann man auch anders bekommen. So, jetzt können wir Hardened Glass machen. Und dann kriegen wir nämlich Hardened Glass. Haha. Dafür bräuchten wir aber Obsidian Dust. Und das können wir im Quartz Grindstone machen. Genau, da kriegen wir allerdings nur ein Pulverized Quartz raus, wobei wir überall sonst mehr bekommen. Das heißt, das ist erstmal, das heißt, wir brauchen erstmal vier Obsidian. Vier? Moment. Hardened Glass. So, Moment. Zack. Genau, vier. So, was ich nämlich gerne machen möchte. Ich habe gerade den Namen vergessen. Ich bin gerade irgendwie zu doof. Moment. Zack, 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 zack. Hast du? Ja. Das ist der Refined Machine Frame. Den brauchen wir später definitiv sowieso noch. Das war Energie. Was wollte ich? Wo ist es? Fluiducts zum einen, ja, das ist auch schick, aber Warps hätte ich gerne. Glue brauchen wir noch, damit wir uns das Water Wheel machen können. Das wäre noch ganz praktisch. Und eine Energy Cell. Die braucht auch Hardened Glass. So, jetzt habe ich kam nicht mehr auf Energy Cell. Ich wusste nicht mehr, wie das Ding heißt. So, dafür bräuchte ich jetzt aber vier Obsidian Dust. Und ein Blei. Ich hab dann nur noch drei Obsidian. Ich hab noch immer einen Quartz Grindstone. Den muss ich dann noch machen. Okay, dann folgendes machen wir in der nächsten Folge. Genau, das machen wir in der nächsten Folge. Ich würde dann nämlich jetzt erstmal sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Man sieht sich vielleicht beim nächsten Mal wieder. Und dann gucken wir mal, was wir da machen. Höchstwahrscheinlich tolle Sachen. Zum Beispiel werden wir den Cauldron machen. Und wer sich jetzt wundert, warum hört er schon bei 20 Minuten auf? Ich glaube, ich habe es gesagt. Oder so. Ich mache die Folgen ein bisschen kürzer jetzt erstmal, weil ich
zum Teil auch noch vorproduzieren muss jetzt. Und dann geht das alles ein wenig einfacher und besser. Und deswegen... So. Peilen wir erstmal 20 Minuten an, weil die letzten 10 Minuten wären zwar jetzt... Jetzt wäre es wieder gut gewesen. Aber in den meisten Fällen ist es so, die letzten 10 Minuten passiert nicht unbedingt dann viel mehr. Weil was Großes fange ich dann eh nicht mehr an. Und jetzt wäre es so, jetzt hätte ich den Quartz Grindstone gecraftet. Was ich auch offscreen machen kann. Genau, so. Und dann müssen wir uns noch dran setzen. ME-System, das wollte ich ja auch noch machen. Das müssen wir noch machen. Enchanten müssen wir noch machen. Wir müssen noch in Twilight Forest, wir müssen noch ein paar Bossgegner machen. Wir haben noch ganz schön was zu tun. Deswegen, danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Noch einen schönen Tag. Und ja, bis dann. Ciao.